Liebe Neuwieder, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein guter Moment, um einmal innezuhalten und 2021 Revue passieren zu lassen. Was haben wir erlebt? Woran sind wir gewachsen? Und auf welche Erfahrungen hätten wir verzichten können? Wofür sind wir dankbar in diesem Jahr, das uns allen doch sehr viel abverlangt hat? Ich bin jedenfalls, und da spreche ich auch im Namen meiner Kollegen aus dem Stadtvorstand, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann, dankbar dafür, so viele engagierte Menschen in unserer Stadt zu wissen, die sich mit reichlich Herzblut für Neuwied und darüber hinaus einsetzen. Danke dafür. Danke auch für manches konstruktive Feedback, wenn mal etwas nicht so lief wie gewünscht. Nach wie vor hat uns Corona fest im Griff. Und in der Tat werden allenthalben Entscheidungen getroffen, die nicht jedem uneingeschränkt gefallen. Sie können sich aber sicher sein, dass auch unsererseits in dieser Ausnahmesituation, die mittlerweile viele Monate andauert und dennoch eine Ausnahmesituation bleibt, auch perspektivisch die Dinge verantwortungsvoll abgewogen und dann zur Entscheidung gebracht werden. Und das immer unter dem obersten Grundsatz, das Infektionsgeschehen in unserer Stadt zu minimieren, um damit unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen. In diesem Zusammenhang appelliere ich an Sie alle, dass Sie achtsam mit Ihren Mitmenschen und auch mit sich selbst umgehen. Mit ein wenig Verständnis für andere können wir gemeinsam unsere Gesellschaft ein bisschen friedlicher machen. Liebe Neuwiederinnen und Neuwieder, ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Und dennoch hoffe ich, dass es auch in Ihrem Umfeld einige schöne Momente gab, an die Sie sich gerne erinnern werden. Und genau diese Momente sind es, die uns zuversichtlich in das neue Jahr blicken lassen sollten. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche und friedvolle Weihnachtszeit mit ruhigen Momenten des Innehaltens. Und ich wünsche Ihnen ein neues Jahr, hoffentlich voller schöner Erlebnisse und weniger getrübt von Corona. Und vor allem bleiben Sie gesund.